Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Less mit mir, dem Marc. Ja, wie gestern schon angekündigt, schauen wir uns mal kurz eben in diese PDF rein, die wir hier haben. Produktionslisten, Übersicht, Nordfriesische Marsch, LS, Projekt, Produktionspack 2.1. Allgemeine Informationen. So, Sägewerk uninteressant, Raffinerie. Also, Wareneingang, Raps, Sonnenblumen und Strom. Raffinerie. Aber die produziert Diesel, das brauchen wir jetzt nicht. Werkstatt haben wir schon, Kompost haben wir. Dünger wäre natürlich auch was. Saatgutherstellung ist auch noch eine günstige Produktion, die man auf jeden Fall mal bauen könnte. Abwasserproduktion, Wartung, produziert Abwasser, Kläranlage. Kostet 600.000 Euro Gülle, Gärreste, Abwasser, Wartung und Strom. Gülle haben wir, Gärreste nicht. Abwasser haben wir wohl auch. Daraus kriegen wir Wasser, Kompost und Gülle. Heizkraftwerk. Produziert Strom ist uninteressant. Separator uninteressant. Holzfäller haben wir. Mehlfabrik. 1,1 Millionen Euro. Weizen, Dinkel, Roggen, Leerpaletten, Strom. Haben wir alles. Außer Dinkel und Rock. Ja, gut. Futterfabrik haben wir auch. Tischlerei. Könnte man auch bauen auf 1,6 Millionen. Ein bisschen Harre. Mein Gott. Zuckerfabrik. Wir haben noch keinen Zucker. Zellstofffabrik haben wir schon. Malzfabrik. Ja gut, das ist halt Weizenmalz, Gerstenmalz, Hirsemalz, Abwasser und Schweinefutter. Labor. Heutrocknung, Fermenter. Ah ja, Fermenter. Mal gucken. Brauerei, könnte man Bier machen. Da fehlt aber noch. Molkerei haben wir stehen. Fischer wäre was. Kieswerk, uninteressant. Pelletsfabrik, uninteressant. Obstplantagen will ich gar nicht. Gewächshäuser, Tomatensalat, Blumenkohl, Rotkohl, Kürbisse, Pilze, Erdbeeren und Himbeeren. Baukosten 250.000. Machbar, will ich aber nicht. Käserei wäre auch noch was, was wir bauen können. Wir haben aber aktuell zu wenig Milch. Bäckerei braucht Mehl, Leerpaletten, Strom, Wasser, Hefe aus dem Labor. Gut. Bäckerei Teil 2. Kalkwerk, uninteressant. Ölmühle. Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Sojaöl, Lavendelöl, Schweinefutter. Raps, Sonnenblume, Oliven, Sojabohnen, Lavendel, Leerpaletten, Papierpaletten, Kartonpaletten, Strom und Wartung. Haben wir theoretisch alles, außer hier oben müsste man halt gucken, dass man vielleicht noch ein bisschen was anbaut. Schlachter. Textilfabrik, Wolle, Baumwolle, Leder, Leerpaletten, Leder ist halt schwierig. Und dann war es halt auch schon. Also, was kostet denn die Ölmühle? Kostet 1,4. Also, die Ölmühle kostet 1,4 und die Mehl. Kurz gucken, wo war sie? Wo war sie? Wo war sie? Weizenmalz? Nein. Da, ne, Zucker. Tischlerei, Futter, Mehlfabrik, Mehl, Kleie, Roggen, Dinkelmehl, Weizenmehl, 1,1 Millionen, also alles irgendwas über eine Million wird es auf jeden Fall wohl kosten, da kommen wir wahrscheinlich wo kaum drum herum, gehe ich mal davon aus. So, dahin und dann wieder da rein. Und weiter. Also das ist so im Groben die Übersicht. Kurz gucken. Kann halt auch nur ein Strom fehlt, weiß ich. Was wollte ich nachgucken?
Irgendwas wollte ich nachgucken. Ach so, ich habe es wieder im Kopf. Muss man kurz gucken. Brotkuchen, Käse, Zucker, Honig, Mühlig, Rapsöl. 3,5. Alter. Oliven ist halt. Die ganzen Mehle bringen halt nicht so viel. Öle bringen mehr. Ja. Ich kurz wollte ich Sahne, Joghurt und Quark. Mal gucken, wann die Verkaufsdinger sind. Gut. Theoretisch wäre Öl interessanter, aber da müssen wir halt das Konto noch bei einem dummen Millionen anwachsen, was das einigermaßen in den Rahmen passt. Das ist aktuell ein bisschen außerhalb unseres Bereiches, hätte ich fast gesagt. Ich bin jetzt eben erst mal überlegen, wir fahren jetzt erst eben zur Molkerei und geben die Paletten ab, so viel wir haben wollen, und dann fahren wir hoch. Und dann fahren wir noch mal runter, weil dann können wir ohne mich die ganzen Paletten stehen lassen, die dann nach und nach mit ins System gehen, weil die unten stehen die ein bisschen im Weg, wenn wir noch ein bisschen Milch fahren wollen. Mal gucken. Ich weiß sogar so nicht, ob wir jetzt gleich, sage ich mal, noch mal einen Monat spulen, weil auf Ballenpressen habe ich jetzt nicht so ehrlich Lust, wenn ich ehrlich bin. Und man dann nicht einfach sagt, komm, wir spulen noch eine Runde. Vielleicht futtern wir vorher noch mal kurz ein, zwei bisschen Stroh in den Komposter, dass da ein bisschen was läuft. Und übers Abwasser müssen wir uns auch noch mal paar Gedanken machen. Voll. Öle, natürlich könnten wir jetzt halt schon planen, wenn wir dann Sonnenblumenöl, Olivenöl und sowas alles noch brauchen, könnte man natürlich damit planen und sagen, kommen wir. Bauen das an in der Fruchtfolge. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen komisch findet, ist Oliven. Wie kommt man denn an Oliven? Da bin ich jetzt gerade leicht überfragt. Weil das Pachtsystem wird sich theoretisch noch mehr lohnen, wenn du das weiterverarbeitest. Das ist so, wenn du daraus Öle machst oder sowas, dann lohnt sich das eher noch ein paar Flächen zu pachten, anstatt zu kaufen. Weil du dann eine höhere Wertschätzungskette hast. Das müsste sich theoretisch mehr lohnen für dich. Nicht gerade, ob das Sinn macht oder nicht. Ich hätte aber Bock auch auf Körnermais. Ich hab Bock auf alles. Aktuell können wir alles ernten. Ich hab Bock. Na gut, für Körnermais müssten uns Feist und passenden Pflugversatz leisten. Warum wir wahrscheinlich auf Dauer nicht drum herumkommen sind, um mehr Flächen. Moment, hier anhalten.
Auch die Molkerei noch Kartonpaletten. Ja doch. Theoretisch können wir da auch noch zwei Kartonpaletten mitnehmen. Geht's. Weil dann haben wir das nämlich auch. Mir wäre eigentlich auch noch darum gelegen, wenn wir um den Hof alle Flächen haben, theoretisch. Aber wir müssen auch irgendwie die ganzen. Ich bin noch unentschlossen. Ich bin so unentschlossen, das klappt hier gar nicht. Boah, ich bin so unentschlossen gerade, ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen. Wir müssen mal kurz gucken, dass das noch nicht die aktuelle Produktions-Update-Pack war, müssen wir mal kurz reingucken, was sonst noch so gibt. Das können wir auch nochmal machen, in der Zeit wurde er ablädt. Hü, lädt so nicht so sofort ab. Können wir mal eben auf Bauen gehen, theoretisch hier das zweite Gebiss schon drin. Da ist noch ein TRV-22 drin. Bauen. Produktionen. Bäcker, Brauerei, Düngerherstellung, Fermenter, Fischer, Futterfabrik, Heutrocknung, Holzfäller, Käserei, Kalkwerk, Gießwerk. Kalkwert, das ist uninteressant. Labor, was war das? Malz, Mehl. Ist das Ding groß? Das ist die Molkerei. Das ist die Ölmühle. Raps, Sonnenblumenöl, Soja, Olivenöl und Lavendelöl produziert werden. Tapp noch mal eben kurz raus. Ich gucke mir noch mal eben kurz an. Dahinter steht ja auch immer wieder Chris. Ernte. Ernte aus eigener Ernte, aus eigener Ernte, aus eigener Ernte. Wie ernten wir denn Oliven, Alter? Wie kommen wir denn an Oliven?
ernte man denn Oliven? Lass mal kurz Saattechnik gucken. Erntet man denn Oliven? Trauben. Ah, jetzt ja. Ja, gut. Ich weiß es. Scheiße. Ja. Okay. Ich weiß es jetzt. Trauben. Trauben, Oliven, die wachsen an Bäumen. Glaube ich. Oder an Sträuchern wachsen die. Was ist das weiße Zeug hier eigentlich? Was hier auf R3, ja, auf R4 steht, glaube ich, ist das. Das Lavendel. Wachsen. Theoretisch könnte es jetzt grünen Dingens machen. Im Mai? So früh? Theoretisch könntest du jetzt noch Mais in den Boden kloppen an der Fläche. Theoretisch könnte es unser Sojabündchen, die könntest du auch noch hinräumen. Pappeln, Gras, Olivenbrocken. Luzerne geht auch nicht, auch immer. Hopfen, Lavendel, Kohl. Also, was läuft ja eigentlich alles? Wir können uns ja so eigentlich nicht beklagen. Naja, gucken wir uns morgen an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, danke. Tschüss.